Commander. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei XCOM 2. Und wir müssen hier das Alien-Relais zerstören. Und unser großes Problem ist, wir haben gar keine Grenadiere mehr in unseren Truppen, die einsatzbereit wären. Das heißt, wir haben zwar jetzt einen Typen mehr, den wir auf diese Mission mitnehmen können, aber wir haben keine Granatenunterstützung, keine schweren Waffen, die Rüstung schreddern können. Aber dafür haben wir jetzt drei Spezialisten mit. Vielleicht hilft uns das ein bisschen. Ich habe auch zwei Medkits verteilt. Ich habe noch eins hergestellt. Das heißt, unser Vorratsvorkommen ist jetzt komplett erschöpft. Zwei Ranger, drei Spezialisten und Plastiklöffel als Sniper. Und so gehen wir in den Einsatz. Ich denke, können wir es schaffen. Auch ohne Grenadier. Aber da sieht man mal, wie. Also ich mag diese Ranger-Klasse wegen dem Schwert, weil es geil aussieht, ja. Aber die Grenadiere sind schon wichtig. Eigentlich sind alle wichtig, aber ich vermisse die jetzt wirklich, dass ich keinen habe. Wir müssen die Gelegenheit nutzen, um die Fortschritte der Aliens bei ihrer jüngsten Operation zu stören. Wir greifen an, um das Relais zu zerstören, bevor sie die Übertragung abschließen. Alle Feinde müssen ausgeschaltet werden. Ja, alle Feinde müssen ausgeschaltet werden. Da geht's los. Wir werden echt Probleme kriegen, wenn wir auf Roboter oder auf Mythons treffen. Hoffen wir mal, dass nicht so viele davon auftauchen. Manus 1-5, das Kommunikationsrelais liegt gleich voraus. Rücken Sie vor und zerstören Sie das Ziel. Okay, wir haben schon wieder einen Timer. Ich hasse Timer. Und das Feld ist auch ziemlich bescheiden. Mann, 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 das ist ja schon wieder eine Mission zum Gernhaben. Hier kann man hoch. Ah, hier ist ein Highway. Okay, vielleicht kann man hier was reißen. Max, geh mal erstmal einen Ticken nach vorne. Okay, er sieht nichts. Ist hier oben was? Ist klar, ich werde nach oben, mit allen jetzt nach oben gehen. No need to ask twice. Beru, auch nach oben. Kommst weiter als die anderen anscheinend. Aber gut, du stehst auch ein Stückchen weiter vorne. Plastiklöffel. Für einen Sniper ist das natürlich perfekt hier oben. Move, move, move. Cartman. All your dining. Ja, diese Runden. Ich spiele das ja eh schon nicht perfekt und wenn man hier unter Zeitdruck steht, dann macht man noch mehr Fehler, als man vielleicht gerne. Ich würde es gerne hier hinstellen, aber ich habe Angst, dass ich dann irgendwie eine Gegnertruppe trigger, deswegen lieber nach hinten. Ganz schön gewandt, der Engai. So, Aliens sind dran. Alles klar, Max. Okay, hier haben wir richtig wenig Deckung. Gehen wir nach vorne. Los geht's. Da ist was. Ich habe was gesehen. Hier sind Gegner. Ist klar. Und wir haben kaum Deckung. Das ist ja schon wieder richtig gut. Getting it done. Hostiles making the rounds. Okay, wir sind aber noch verborgen. Das heißt, wenn die jetzt nicht hier reinlaufen, können wir hier einen Ambush machen.
designated position. Okay. Plastiklöffel hierhin. Moving to designated coordinates. Mach schon mal Pistolenfeuerschutz hier. Das Problem ist jetzt halt wirklich, dass wir hier keine Deckung haben. Das heißt, den Cartman werde ich jetzt mal nach hier ziehen. Und in den Overwatch geben. Hier ist auch Overwatch angesagt. Engine dahinter. Nähere mich der Zielposition. Und in den Overwatch. Bin dabei. Und jetzt hoffen wir, dass sie uns nicht entdecken. Ah, sie haben uns entdeckt. Verdammte Scheiße. Gib uns guten Overwatch, bitte. Zwei Treffer. Daneben. Fünf. Okay. Puh. Hätte schlimmer kommen können. Wo ist der Engai? Da ist der Engai. Du wirst jetzt einen Schwerthieb machen. Genau gegen den, ja. Ich bin aufgeflogen. Daneben? Willst du mich verarschen? Oh Mann, das fängt schon wieder richtig geil an hier. Deswegen, eigentlich war das ein fast sicherer Kill. So, was haben wir hier? 51%. Das Fahrzeug wird gleich in die Luft gehen wahrscheinlich. Max Monster. 51. Beru. Beru kommt für keinen Schwerthieb hier hin. Sturm und Schuss können wir versuchen. Das ist jetzt schon wieder total Risikospiel hier, aber ich habe wegen diesem verpatzten Schwerthieb von Engai keine Wahl. Weil die Schlange da muss weg. So, 76% Beru. So geht das. Alles klar. Check it before you get too close. Gut. Plastiklöffel. Take 51%. Okay, das Fahrzeug ist explodiert. Der Ding hat der Schaden davon genommen. Ja, hat er. Perfekt. Das heißt, wir können jetzt mit dem Max hier rüber und ihn flanken. Nähere mich der Zielposition. Und ihn sicher ausschalten, also, naja, eben waren auch relativ sicher auf Schuss. Läuft, okay. Bedrohung ausgeschaltet. Noch 6 Runden. Ab nach vorne, Leute. Okay. Got it. Okay. Immer noch hier vorne gucken. Niemand da. Aber da wird auf jeden Fall was drin sein. Die werden das beschützen. Wir bringen den Sniper erstmal nach vorne. Monster nachladen. Waffe geladen. Hexen. Nach hier rüber. Alle so ein bisschen rüberziehen. Come get some. Beru.
Wo kommt er denn hin, wenn er nach unten geht? Ich habe halt keine Ahnung, was da unten ist. Also hier scheint ja nichts zu sein, sonst würde ich das von hier oben sicher sehen. Unter der Brücke könnte halt was sein. Das ist halt noch ein Problem. Und dann habe ich einen Zwei-Fronten-Krieg. Ich weiß nicht, ob ich das will. Aber ich könnte den Bero hier oben reinziehen. Auf dem Weg nach unten würde er sehen, ob da unter der Brücke was ist. Okay, und da sind Truppen. Alles klar. Wir haben ein bisschen Overwatch. Zwei Schaden, schon mal gut. Auch auf den richtigen. Sehr gut, okay. Cartman. 93% Cartman. Sehr gut. Colpo deviato. Engai. Lassen wir nochmal. Oh, er ist der Einzige, der noch kann. Okay. Bin schon unterwegs. 100%. Gib ihm den Rest. Sehr schön. Abschuss bestätigt. Kommt nach oben. Hoffentlich hat er dann... Er wird schlagen können. Wird schlagen. Auf Engel. Ist klar. Der andere. Jetzt bitte auf einen anderen, nicht auf den Engai. Auf Max. Das sieht hässlich aus. Okay. Noch ist alles in Ordnung, Leute. Mehrere Feinde nähern sich unserer Position. Oh nein, nach hinten. Du willst mich verarschen. Fuck. Bestätigt. Drei Schaden. Sehr gut, Beru. On reserves. Plastiklöffel. Unterwegs. Feuer. In your face. Der ist erledigt. Sehr gut. Cartman. Hier hin. In movimento. Gib ihm. Uccisione confermata. Di questo passo finisco a secco. Confirmed. On overwatch. Boah, wenn ich jetzt wüsste, was da unten was da jetzt rauskommt. Wir haben zwei Leute in Overwatch. Bin gespannt. Hoffentlich kommt nur was Kleines raus. Zwei Trooper. Ne, einer, ein Stunlancer, ein Officer und ein Trooper. Ich sehe Admin-Truppen. Drei Schaden.
daneben. Okay, sind die noch unten? Time. Männer 1-5, die Alien-Übertragung ist immer noch aktiv und die Zeit wird knapp. Schalten Sie schleunigst das Relais aus. Jo, ich habe gerade ein paar andere Probleme hier. Ich muss meine Leute retten. Max Monster. Verstanden, bewege mich zum Ziel. Gib ihn. Kritisch. Lässt ihn aber immer noch mit einem Lebenspunkt im Leben. Der Beru. Schau mal rein. Her. 75%. Sehr gut. That's it. I'm all out. Okay. Plastiklöffel. 55% ist mir nicht gut genug. Da kümmert sich Engai drum. Schwerthieb. Hast du eben schon mal versagt? Komm, zeig, dass du es kannst. So geht das. Feind neutralisiert. Plastiklöffel nach hier vorne. Heading there now. Und Overwatch. Der Cartman hat noch einen Schuss nach hier vorne. Und lädt nach. Ricaricato. Hexen. Okay. Nachladen. Rock and roll. Und dann gibt's eine Gremlin-Heilung für den Engai. Go patch him up. So, ein Trooper läuft jetzt hier irgendwo noch rum. Da unten ist er. Ja, da hinten kann er jetzt machen, was er will. So. Beru. Slice and dice. Acht Schaden. So, Max Monster. Erstmal Gremlin Heilung auf sich selber. Gremlin, medizinische Protokolle. Und dann machst du einen Reload. Auf geht's. Alles klar. Plastiklöffel. Reload. Locked and loaded. Und Feuerschutz. Cartman. Einmal nach unten. Raggiungo la posizione. Gib ihm. Jawohl. Tanti saluti! Tanti saluti! Nice. Okay. Hexen hier runter. Engai auch hier runter. Wird erledigt! Männer 1-5, das Signal wird schwächer. Sie haben ja, den Transfer ja, fast beendet. Wir haben drei das Leute, die das jetzt finishen Chance, können. Das Relais zu zerstören. Wir kriegen
kriegen das hin? Das explodiert ja, ne? Wenn man das. Das heißt, wir müssen den Beru da ein bisschen. Weiter weg davon. So, wir geben. Versuchen mal Hex in den Kill zu geben. Läuft. Menace 1-5, wir haben die Zerstörung des Relais bestätigt. Die Alien-Übertragung ist abgerissen. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde und rücken Sie zur Evakuierungszone vor. Alles klar. Frage ist nur, wo sind die Feinde? Okay. Gebe Feuerschutz! Beru machen Reload. Affirmative. Covering now. Affirmativo. Nachgeladen. Na los, zeigt euch. Sie zeigen sich nicht. Schon unterwegs. Ein Missklick. Hier scheint nichts zu sein. Aber hier einfach warten mit dem Feuerschutz, bis da irgendwas kommt. Moving to Overwatch. Scanning. Isigo. Scanne Gebiet. Da ist irgendwas. Newton. Boah, 4 Schaden, perfekt. Sehr gut vom Engel gemacht. Diese Rüstung ist stark. Ja, ist sie. In 2 Sektoids. Sechs Schaden. Get it together. Okay. Ja, Max Monster ist jetzt hier natürlich ein bisschen weit ab vom Schuss. Bestätigt, drücke aus. Können wir mal gucken, was es hier zu hacken gibt. Wie sieht's um deine Hacking-Skills aus, Max? Hm. 63%. Soldat erhält Verborgenheit. Ne, das ist es mir nicht wert, Leute. Das ist es mir nicht wert. Wir gehen in den Overwatch. So, Hexin hat 52% auf den Sektoid. Schießt daneben. So, der Beru steht hier etwas dämlich. Kannst du eine Granate schmeißen? Ja, kannst du aber nicht weit genug, alles klar. Overwatch. 55% auf den. Pistolenfeuerschutz, Pistole abfeuern, Feuerschutz. Cartman. Sono in movimento. Feuerschutz. Engai, Feuerschutz. Gebe Feuerschutz! Daneben. Das war knapp!
Da kommt jetzt irgendwas Böses. Frage ist was? Eine Wiederbelebung, okay. Damit kann ich leben. Stronger than you thought. Ja. Okay. Max, lassen wir erstmal hier. Hexin. 84% auf den Zombie. Versuch nochmal dein Glück auf den Sektoid. Wieder daneben. Come on, focus. Got no ammo. Nur auf den. Das müssen wir eigentlich ein bisschen besser machen können. Kann der Biro da keine Granate rüberschmeißen? Grenade out. Zumindest die Deckung klauen. Okay. So, jetzt hat er einen geflankten Schuss von Plastiklöffel. Kritisch. Läuft. Cartman müsste finishen können. Komm mal, Cartman. Sektor down. Non farà più male a nessuno. Munizioni in esaurimento. Max Monster. Rücke aus. Overwatch. Feuerschutz. Engai, Overwatch. Bestätigt. Überwachung läuft. Daneben. Es war klar, dass der jetzt hier reinläuft. Oh, Granate. Verdammt. Komm, Max, finish him. Yes. Feind ausgeschaltet. Die Flammen sind zu nah. Okay. Hexin muss da raus. Munition mehr. Nachladen. Max Monster können wir uns noch aufbewahren. Der Beru. Okay, I'll go. Okay. Plastiklöffel. Engai, du hast eine Granate. Erstmal gehst du hier. Dann schmeißen wir ihm die Splittergranate um die Ohren. Oh ne, sag mir bloß nicht, der kann die jetzt nicht um die Ecke schmeißen. Okay, dann klaut er ihm jetzt hier beide Deckungseinheiten. So, und Plastiklöffel hat jetzt einen super Schuss auf ihn. Gib ihm, Plastiklöffel. 3 Schaden nur. Fuck. Ja, die Rüstung. Die Rüstung hat's ganz gemacht. Beru. Cartman hat noch eine Granate. Ist jetzt alles auf eine Karte, Leute. Vado subito.
Splittergranate. Lancio una granata. Das sollte das Ende sein von dem Vieh. Jawohl. So. Manus 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Manus 1-5, Status bestätigt. Mission. Keinen Toten diesmal. Keinen Toten. Wir fangen uns. So, verwundete Soldaten 4. War ja. Ich habe nichts mehr zu trinken. Boah. Größter Schaden, Beru. Meisten Angriffe vom Beru. Ne, vom Cartman. Engel wurde am häufigsten angegriffen und Deckungsbonus hat Max am meisten. Trefferquote ist nicht gut. Aber wir sollten... Ich weiß nicht, ich habe nicht aufgepasst, ob wir Promotions haben. So. Na kommt. Ab zur Basis. Oh, 4 Beförderungen. Aber wir haben auch 4 Verwundete. Darunter schwer verwundete Engai. Alles klar. Ich schau mal, was kann denn der Engai? Phantom, Schattenangriff, Schattenschritt. Wir nehmen den Schattenangriff. Exien. Negative Effekte säubern oder... Robotische mechanische Feinde mit dem Hackversuch anvisieren. Ich weiß nicht. Hacken 60. Panik bewusstlos betäubt. Ist schon gut. Ich nehme das jetzt einfach mal mit, um es mal zu haben. Gucken wir mal. So, dann haben wir den Beru, der hat auch eine Beförderung. Klingensturm. Kostenloser Schwertangriffe auf alle Feinde in Nahkampfreichweite. Auf alle Feinde, die in Nahkampfreichweite kommen oder im Nahkampf angreifen. Das ist gut. Unerbittlich. Wenn du ein oder mehr Kills in deiner Runde erzielst, erhältst du einen zusätzlichen Zug. Wow! Das ist ja noch viel besser. Hinlaufen, töten, weiterlaufen, töten, weiterlaufen, töten. Das klingt geil. Und auch der Cartman ist... und dem werde ich jetzt hier Gefechtsprotokolle nehmen. Müssen wir nämlich auch mal einen haben. Alles klar, weiter. Hallo, Commander. Und wir haben einen Grenadier. Ja, Himoto oder so, keine Ahnung. Wird jetzt umbenannt. Wo bist du? Da. Individualisieren. So, Charakterinfo. Du bist jetzt ab sofort keine Japanerin mehr, sondern Deutsche, meine Liebe. Bug. Bug. Fisch. Die zweite. Biografie. So. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das wieder halbwegs so hinkriegen, wie es war. Ich weiß nicht mehr, wie ich sie gemacht habe, die Bugfish. Ich weiß nur, dass es hier...
Welche so die Sonnenbrille war es? Die Sportsonnenbrille. Okay. Müssen wir wieder Europäer einstellen. Augenfarbe war... Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube grün. Sieht man bei mit der Brille eh nicht. So. Haare. Ich glaube, das war's schon. Lang und wellig. Haarfarbe war allerdings so ein dieses hier, glaube ich. Ne, das nicht. Das hier war's, oder? So ein helles Braun. Oh, so ein Rot war es, glaube ich. Ja. Alles klar. Rüstungsfarbe. Oh, was war Backfisch nochmal für eine Rüstungsfarbe? Auf jeden Fall können wir schon mal das Deutsch wieder einstellen. Los geht's! Klingt gut, nehmen wir. Position bestätigt! Einstellung entspannt. Fokussiert hatten wir, genau. Gesicht A. Sieht aber auch ganz gut aus hier bisher. So, die Rüstungsfarbe. Braun vielleicht. Aber haben wir schon ein bisschen, ne? Richtig schon. Körper. Rüstungsmuster. Okay. Sieht halbwegs so aus wie Backfisch vorher. Und willkommen im Team zurück. Backfisch die zweite. Waffenverbesserung. Mehr Crit. Automatik-Nachlader und mehr Crit ist immer gut, okay. So, und dann befördern wir den Soldat. Geben ihn wieder zerfetzen. Und Unterstützungsfeuer. Haben wir jetzt Glück, dass der Soldat auf dem gleichen Stand ist, wie Backfisch vorher war. Sergeant Backfisch die Zweite. Okay. Und der Oldschool RP ist ja auch noch in der Grenadierausbildung. Hier haben wir einige, die verwundet sind. Vor allen Dingen Engel mit 10 Tagen, ziemlich krass dabei. Bero mit 6 Tagen, auch nicht so gut. So. Hier bekommen wir einen Ingenieur. Avenger berechnet neuen Kurs. Okay, der Oldschool ist da. Weitermachen. Dann können wir jetzt direkt den Mishka einsetzen. Kommander, ich finde es gut, dass Sie neues Personal fürs Ingenieurteam rekrutieren. Aber zurzeit sind noch immer nicht alle Ingenieure zugewiesen. Nicht? Sie können bei Bauvorhaben und beim Freiräumen helfen. Oder eine Einrichtung besetzen. Ja, helfen. Zack. Wir müssen das Energierelais fertig kriegen. Ah, nee, das... hier diese Kommunikationsteil-Dingens da. Ihr wisst schon, was ich meine. So. Hier wollen wir in die Guerillaschule. Soldat. Mishka. Mishka wollte... Ich glaube, er wollte Sniper werden.
Okay. Sieht doch ganz gut aus. Wie sieht's aus in der Forschung? Unsere Arbeiten schreiten wie erwartet voran, Commander. Das ist gut, alles klar. Ich wollte es Shen gegenüber nicht zugeben, aber eine Sache vermisse ich noch mehr als meine Laborausrüstung. Die verdammt saftigen Advent-Burger. Ich weiß nicht, wo sie das Fleisch hernehmen und will es auch gar nicht so genau wissen. Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. Ah, er macht ja schon was hier. So, wir haben einen Vorrat eher nur. Und da hoffen wir, dass wir jetzt hier was kriegen. Ja, kriegen wir nur einen Ingenieur. Okay, Trümmer weggeräumt. Maximaler Energieverbrauch erreicht. Müssen hier eine Kommunikationszentrale aufbauen. Die kosten 25. Da müssen wir, glaube ich, nochmal zum Schwarzmarkt drüber. Avenger berechnet neuen Kurs. Der Markt ist offen. So, verkaufen. Soldatenleichen. Offiziersleichen. Eine Mutonleiche. Die können wir auch verticken. Blendgranate können wir verticken. Sektoids können wir verticken. Bestätigen. So, und dann gehen wir zurück und bauen uns hier die Kommunikationszentrale ein. Aber erstmal werden wir hier das können wir freiräumen, ja. Doch, hier konnte man doch einen Ingenieur reinsetzen. So, dann haben wir ein bisschen mehr Energie. So, und dann bauen wir jetzt die Kommunikationszentrale hier rein. Kommunikationseinrichtung eingeleitet. Okay, können wir hier noch einen neuen tun? Ne, wir können noch nicht. Alles klar. So. Dann fliegen wir wieder zurück und holen uns hier den Ingenieur. Avenger berechnet neuen Kurs. Da kommt das UFO. Beutezug, Überfallposition ansehen. Okay, den nehmen wir. Setze Kurs auf den westafrikanischen Sektor. Oh. Knapp. Knapp, knapp. Das UFO hat uns beinahe erwischt. So, und wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder, wenn wir den Adventzug überfallen. Bis dahin, have fun, euer Koali.